Die Mikrofone sind offen. Das Spiel kann beginnen. Wir sind bereit. Frank Buschmann und Manny Beugmann als Ihre Kommentatoren. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Und jetzt! Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Dieses Tor wollen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Perfekt aufgelegt mit dieser Ecke. So machen Standards Spaß. Und hier noch mal das Tor aus anderer Perspektive. Könnte es gefährlich werden. Da setzt er zur Grätsche an. Ja, das geht ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. Da könnte was draus werden. Achtung! Trifft den Pfosten! Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Der Schiri lässt das Spiel nicht an der langen Leine. Er zeigt sofort gelb. Und er gibt sofort die Richtung vor. Das sollte eine brutale Grätsche werden, aber er springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen, aber das ist perfekt. Über solche Distanzschüsse kann der Keeper natürlich nur lachen. Jetzt greift er ihn an. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel.
Schöne Flanke. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Helmes. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Olic. Helmes! Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Diego. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Helmes. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Das ist ja gar nichts. Ja, da stand er stark unter Druck, das muss man sagen. Abseitsentscheidung korrekt. Helmes. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Schöne Flanke. Und den hat er gut aus der Gefahrenzone weggefaustet. Mit einem großartigen Reflex kann der Torhüter hier diese zweite Chance so gerade noch vereiteln. Helmes. Die Abwehr steht goldrichtig. Die Situation wurde geklärt. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Für dieses Foul sieht er gelb. Oh, da sieht man es richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Attackiert. Olic. Ja, Frank, da sind wir mal gespannt, was er heute leistet. Und genau das zeichnet ihn aus. Dieses Arbeiten, dieses Spielen gegen den Ball, das Aufbauspiel für den Gegner zerstören. Abgefälschter Ball und im Aus. Luis Gustav. Ronaldo. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter, was sagt er? Er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein flüssiges Fußballspiel. Natürlich muss er das pfeifen, aber er muss doch nicht die gelbe Karte zeigen. Völlig überzogen, und er bringt sich damit als Schiedsrichter auch unter Druck, denn diese Linie muss er jetzt durchhalten.
Der Assistent entscheidet abseits. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt haben sie die Chance. Ganz souverän gehalten vom Keeper. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in diese. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ja, abgeblockt. Und die Situation ist bereinigt. Ja, da hatte er keine vernünftige Option mehr. Deswegen musste er den Ball ins Ausspielen. Da liegt er frei rum, der Ball. Ja, wie willst du denn aus dieser Entfernung einen guten Torhüter in Verlegenheit bringen? Wer hat aufs Tor geschossen? Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Alles für sie ausgerechnet. Helmes. Diego. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Helmes. Die Flanke kommt gut. Helmes! Eckball. Können die da was draus machen? Und so brennt hier gar nichts an. Luis Gustavo. Und da bekommt er Unterstützung. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Luis Gustavo. Ein Ball, zwei Spieler. Wer kriegt ihn? Diego. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Der Steilpass als Überraschungselement. Manchmal auch für die eigene Mannschaft. Frei, jeder kann ihn haben. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Achtung! Und der Ball ist drin! Ich weiß nicht, ob man sowas üben kann. Es sieht jedenfalls gnadenlos gut aus. Für mich das Tor des Jahres. Basta!
ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Ronaldo. Olic. Helmes. Luis Costa. Sofort verarbeitet. Klasse, wie hier der Torhüter reagiert. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. So kommt's, wenn der Dackel gegen die Bulldogge spielt. Meistens gewinnt die Bulldogge. Ja, da hat einer auf den Dackel getreten heute, also völlig ohne jede Chance. Geht der Trainer auf Nummer sicher. Der Spieler hat bereits gelb gesehen. Dann nimmt er ihn lieber aus dem Spiel, um einen Platzverweis zu vermeiden. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung. Jeder steht in seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Gute Flankenmöglichkeit. Ja, ja, so geht's auch. Olic. Peter attackiert. Flanke fliegt in den 16er. Zweimal Höchstnote. Einmal für den Kopfball und einmal für die Parade. Der Ball ist im Aus. Eckball. Und die Kugel wird vom Verteidiger ins Netz gelenkt. Das ist natürlich unglücklich. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Es lohnt sich, an Standardsituationen zu arbeiten. Hier der Beleg. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Das sollte eine brutale Grätsche werden. Aber es springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen. Aber das ist perfekt. Ja, da hat er sich exzellent durchgesetzt. Toll, wie er das macht. Und den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt Abstoß.
Christian Trächer am Ball. Die Situation wurde geklärt. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Helmes. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Olic. Christian Trächer am Ball. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter, was sagt er? Er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein flüssiges Fußballspiel. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Um Himmels Willen, was für... Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Boah, da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Souverän geklärt. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Christian Trächer am Ball. Olic. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Super Pass, sofort abgezogen und da ist er zum zweiten Mal zur Stelle. Gutes, schnelles Passspiel. Christian Trächer am Ball. Tolle Flanke. Olic. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt.
Olic. Helmers! Da war sie wieder, die berüchtigte Rückenlage. Und was für eine üble Schusstechnik. Ja, exakt. Also den trifft er natürlich überhaupt nicht richtig. Schon angesprochen von dir, Mané. Körperposition völlig falsch. Luis Gustav. Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Und er entscheidet richtig. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach innen bringen. Es gibt die gelbe Karte. Es wird gewechselt. Achtung! Und er verzieht. Normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Doch da sind wir uns, glaube ich, einig, so kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Ja, das war Abseits. Der Schiedsrichter, was sagt er? Er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein flüssiges Fußballspiel. Ja, das war Abseits. Christian Tresch am Ball. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Wunderbarer Steilpass, aber leider kommt er nicht an. Oh! Oh, da hat der Torwart Glück gehabt. Da war der Posten im Spiel und von da springt der Ball ins Aus. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Kurz vor dem Schlusspfiff kommen wir an der Feststellung nicht vorbei. Es sieht gefährlich aus. Olic. Tolle Flanke. Da hatte der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den... Jetzt schießt er und gebt ihnen noch ein Tor, dann könnt ihr euch viel Nerven sparen. Ja.
Ring. Und es gibt noch mal einen Freistoß. Schnell ausgeführt. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Luis Gustavo. Oh! Noch ein winziges, kleines Türchen. Und der Sieg ist ganz, ganz nah. Christian Tresch am Ball. Olic. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Helmes. Und jetzt! So, die Fans schauen noch mal etwas genauer hin. Es gibt Eckball. Für dieses Foul sieht er gelb. Ja, das ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Viel zu schwach, dieser Abschluss. Am Ende steht ein deutlicher Sieg. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Schlussresultat 3:0. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Das Ergebnis spricht Bände, aber man muss noch ein paar Takte dazu sagen, glaube ich. Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite natürlich ein völlig verdienter Erfolg. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.